Helfen ist eine Kunst. Ein sehr, sehr beliebter Satz oder ein Satz, den ich sehr gerne mag, von meiner lieben Freundin Kerstin Scherer. Und der trifft nicht nur auf uns Menschen zu, sondern auch ganz banal und ganz simpel auf den Bereich des Hundetrainings. Wenn wir jetzt schauen, okay, auf das normale Hundetraining, Alltagshundetraining oder auch natürlich noch ein bisschen genauer bei mir, auf den Bereich des Dummy-Trainings steht ganz oft die Frage im Raum, sicherlich eine andere als in dem Zusammenhang, wie Kerstin ihn gerne benutzt, aber steht eine andere Frage im Raum, nämlich wann greife ich ein, wann helfe ich meinem Hund bei einer Aufgabe, wann lasse ich ihn etwas selbst lösen und ja, wo gibt es da die Norm? Ich sage immer so gerne, es gibt kein Nie und es gibt kein Immer. Und wer eine Anleitung Schritt für Schritt haben möchte, wie er in jeder Situation reagieren kann, der hat echt im Hundetraining Probleme. Denn du musst natürlich lernen, A, es gibt gewisse Gesetzmäßigkeiten, nach denen der Hund lernt, nach denen wir auch lernen. Wir alle lernen nach diesen Gesetzmäßigkeiten über Motivation, über auch ja, Strafe im Sinne von nehme ich was weg, gebe ich was zu, lasse ich einfach mal gerade etwas nicht holen oder. Die ja, vier Quadranten der Lerntheorie, die wollen wir jetzt nicht nochmal erläutern, aber nach diesen Prinzipien funktioniert Lernen. Welche davon wir gut finden, welche nicht, das will ich jetzt auch gar nicht bewerten, aber diese Gesetzmäßigkeiten sollten wir natürlich erstmal als Grundlage kennen. Dann müssen wir unseren Hund kennenlernen, seine Persönlichkeit, auch seine Stärken und seine Schwächen. Das heißt, ist es eher ein Hund, der super selbstständig alles immer löst und wo ich eher ein Problem habe, durchzukommen, wenn ich was möchte, weil wir eine Aufgabe anders lösen müssen, als er sich das in den Sinn gesetzt hat? Oder ob wir einen Hund haben, der sehr sanft, sehr sensibel ist in dem, wie wir vielleicht agieren, führen, auch sehr sensibel auf Kommunikation mitbekommt und das sehe ich ganz häufig, wenn der Hund geschickt ist, dass dann gequatscht wird oder nochmal was gesagt wird, weil man das irgendwie noch so ein bisschen lustig machen will oder so und der Hund, der draußen ist, der dann mitbekommt, habe ich irgendwas falsch gemacht oder habe ich irgendwas so. Also ich muss natürlich lernen, wie gehen die grundsätzlichen Dinge und wie funktioniert mein Hund? Und dann gehört neben all dem Wissen und neben all den Techniken, die wir lernen, um einen Hund zu einem Verhalten zu bringen, was wir uns wünschen, gehört dann daneben noch eine ganze Menge, ja, ganz simpel und einfach, manche nennen es Bauchgefühl, andere Intuition. Das ist immer unterschiedlich, wie wir das so bezeichnen. Aber dann brauchen wir einfach auch ein bisschen das Feeling dafür, wie kann ich meinen Hund bestens unterstützen. Und was ich auch immer ganz häufig sage, dass es einen Unterschied gibt, natürlich, ob ich im Training bin oder ob ich in einer Prüfung stehe. Denn wenn ich im Training bin, dann möchte ich ja, neben dem, dass ich natürlich erstmal meinen Hund ins Training reinbringe und vielleicht erstmal ein bisschen Sicherheit aufbaue, nicht direkt mit einer Challenge anfange, aber da gibt es dann natürlich auch erst einmal den Bereich, dass ich im Training etwas oder ich möchte vorwärts kommen im Training. Ich möchte nicht meinem Hund für jede Situation drei Krücken an die Hand geben, um ihn auf Krücken irgendwo hinlaufen zu lassen, um diese Krücken ewig bestehen zu lassen. Also Hilfsmittel oder Hilfestellungen sind immer so weit gut, insofern, dass ich sie kurzfristig nutzen kann, dann aber auch irgendwann wieder wegnehmen kann. Und irgendwann dem Hund die Fertigkeiten, die ich ihm damit beibringen wollte, klarer werden und er sich mehr traut, auch selbst zu entscheiden. Und ich glaube, es ist so eine Balance zu sagen, auf der einen Seite möchte ich eine große Selbstständigkeit haben, entweder erhalten oder aufbauen, je nach Hundetyp. Und ich möchte aber auch in der Kommunikation mit dem Hund bleiben. Das heißt, ich möchte eingreifen können, wenn es nötig ist. Und dazu gehört natürlich nochmal, dass ich ganz viele einzelne Bereiche lerne, einzelne Bereiche
in ihren Details dem Hund beibringe, um sie irgendwann in den Kontext zu bringen und dann selber auch zu lernen, was möchte ich jetzt in der Situation dem Hund beibringen? Was gehört dazu? Was kommt als nächstes? Was ist wirklich wichtig und was lasse ich laufen? Und wo greife ich ein? Und ein Trainer kann dir immer sagen, wenn er die Situation sieht, jetzt könntest du dies und das und jenes machen. Wenn du alleine bist, frag dich doch einfach, was lernt mein Hund, wenn ich das oder das mache? Das heißt, wenn mein Hund beispielsweise, wir nehmen jetzt mal ein ganz praktisches Beispiel, damit es nicht so abstrakt klingt, wenn wir einen Hund haben, dem wir eine Markierung werfen oder werfen lassen, dann möchten wir ja im Training, dass der Hund bestenfalls sehr zielgenau in Richtung des Marks läuft. Und dann auch selbstständig dort pickt und nicht viel Gelände da hinten verbraucht. Im Idealfall wäre natürlich, dass es auf dem Punkt hat. Davon spreche ich jetzt noch gar nicht. Aber wenn ich im Training stehe und diese Fertigkeit sehen möchte, helfe ich dann meinem Hund dadurch, dass ich um Himmels Willen gucke, dass er Hauptsache dieses Dummy findet. Egal, ob er davor eine Riesensuche gemacht hat, anstelle zu markieren. Oder sage ich vielleicht, wenn es beim ersten Anlauf nicht klappt, hole ich meinen Hund nochmal zurück, werfe die Markierung nochmal oder lasse sie nochmal werfen und gebe dem Hund eine neue Chance. Vielleicht überlege ich nochmal, war das vom Wind her gut? Ist das Bild in Ordnung? Kann der Hund das so vernünftig markieren? Und wenn das der Fall ist, hilft manchmal einfach, klar, dem Hund erstmal Zeit zu geben, kurz, solange er sich im Bereich hält, selbstständig noch zu finden. Aber wenn ich im Training stehe, wozu sollte ich meinem Hund permanent einen Suchenpfiff geben? Wozu sollte ich meinen Hund zum Mark hin händeln? Ja, es gibt Situationen, wo beispielsweise jede Menge Sachen passiert sind. Vielleicht hast du auch drei Markierungen gleichzeitig zu arbeiten. Vielleicht geht es ein bisschen schwieriger zur Sache und es ist berechtigt, vielleicht bei dem einen oder anderen noch zu helfen. Aber jetzt mal so ein ganz simples, einfaches Mark auf die Fläche geworfen. Warum muss ich meinem Hund da helfen? Eigentlich nein. Wenn ich alle Settings so gemacht habe, dass mein Hund gut finden kann, das ist immer die Voraussetzung, dass ich natürlich auch ein bisschen weiß, was ich da tue, aber dann lasse ich doch lieber meinen Hund die Erfahrung machen, dass er bitte sauber dahin guckt, dann die Tiefe lernt einzuschätzen, um Erfolg zu haben. Und ich habe doch immer die Möglichkeit, wenn es nicht klappt, einfach nochmal alles von vorn zu machen, vielleicht die Distanz zu verkürzen oder. Aber das ist so ein Beispiel, was mir ganz oft auffällt, dass im Training dann doch gepfiffen wird, alles Mögliche getan wird, dass der Hund Hauptsache dieses Dummy findet. Und im Grunde, mein Gott, was ist dabei, ist ihm einfach nochmal zu werfen, wenn es nicht direkt gefunden wird. Und es gibt so viele Situationen und eigentlich darf ich mich immer fragen, in dem Moment, wo ich etwas tue, was lernt mein Hund dabei gerade? Lernt er wirklich die Fertigkeit, die ich sehen wollte? Oder machen wir jetzt hier nur ein Hauptsache, ich finde das Dummy? Und ich glaube, immer dann, wenn wir Hauptsache, ich finde das Dummy machen im Training, dann hilft es nicht dabei, vorwärts zu kommen. Ich glaube, das machen wir alle in Prüfungen. Klar, weil wer will schon gerne unbedingt mit einer Null nach Hause gehen, es sei denn, die Aufgabe ist so verrückt vielleicht für eine Klasse, dann mag es ja sein, dass man sagt, okay, komm, ist auch egal. Aber im Training geht es doch nicht darum, Hauptsache die Dummies einzusammeln. Und frag dich doch einfach beim nächsten Mal, wenn du nicht genau weißt, helfe ich jetzt, greife ich jetzt ein, was würde dein Hund jetzt in dem Moment lernen, wenn du eingreifst? Ich glaube, so die Frage zu stellen, dann zu überlegen, hilft mir für mein Training oder hilft mir nicht? Das ist der erste Punkt, wo du so ein bisschen lernen kannst, auch ein Gefühl dafür zu entwickeln. Ja, war jetzt gerade gut, dass ich geholfen habe, oder nein, ich helfe nicht und wir machen es nochmal.